Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Devil Democracy, zu unserem politischen Parteispiel. Und wir sind letztes Mal noch stehen geblieben bei unseren Journalisten, bei der Redaktion, Zeitungen, Flugblätter und so weiter. Da müssen wir noch fertig machen. Sprich, wir werden hier noch neue Leute einstellen. Wir brauchen noch einen für Flugblätter und 3 Stück für Zeitungen. So, wir haben immer noch unsere Kollegen da vor uns. Und wir werden jetzt mal zuerst einen suchen, der für Flugblätter verantwortlich ist. Wir nehmen den günstigsten, aber auch den höchsten hier. Und dann gehen wir noch auf die Zeitungen hinzu. Mit 29. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, ich glaube, den dritten, den lassen wir jetzt mal vorne weg. Nehmen den. 29. Den Rest lassen wir jetzt mal noch offen, obwohl wir da einen weiteren haben. Lassen wir den mal. So. Jo, dann würde ich da mal sagen, wir haben immer noch genügend Leute. Wir haben genügend Budget. Wir werden uns da noch einkaufen. Wir können uns Maximum noch holen. Den auch dann immer noch gut da. Gehen zurück ins Hauptquartier. Und machen den nächsten Zug. Es geht einfach schön weiter nach oben. So. Was wir noch machen können, ist Licht. So, schon viel besser mit Licht, hä? Das hier. Ferne. Nee, das lassen wir. So. Licht ist immer gut. Wir werden uns nochmals ein paar Mitarbeiter kaufen. 2000 vielleicht. Nochmals einsetzen. 28.000, ihr seht, wir kommen auch da immer weiter nach oben. Wir haben bald die DKP erreicht. Und die Wählerschaft kommt auch nach oben. Ihr seht jetzt aber, pro Zug ist es jetzt massiv zurückgefallen, denn wir verlieren Unterstützer auch. Ich denke, jetzt müssen wir langsam dann sicherlich aufpassen, dass wir nicht ins Negative fallen. Kommen wir wieder nach oben. Weil ich lasse einfach die Redaktion einfach hier walten und machen und tun. In Form, dass das dann schon irgendwie gut kommt. Das kostet aber auch schon einiges. Hä? Wir schauen mal schnell die Führer an. Die sind alle noch bei uns. Das ist immerhin schön. Wir brauchen, müssen wir wissen, am Schluss 5 Millionen. Warum? Für die Wahl würde ich gerne einen haben, der noch ein bisschen fälschen wird. Ja. Vielleicht hilft uns das dann noch ein bisschen. Ihr seht auch hier Deutsche Volkspartei. Aha, 10% haben wir schon. Die DKP, Kommunistische Partei Deutschland, muss sich dann langsam aber sicherlich warm anziehen. Mitarbeiter, aha, wir gehen weiter nach oben. Kaufen uns da nochmals ein Tausender. Setzen die auch gleich ein. Ihr müsst wissen, nachher müssen wir auch weitere einsetzen. Was die Aktivisten anbelangt. 32.600, also das heißt, die DKP hätten wir jetzt dann gleich eingeholt. Und wow, die Wähler gleich nach oben. 400.000 Wähler gleich mal oben drauf bekommen. Nochmals ein paar Mitarbeiter, wir werden noch 2000 einstellen. Das werden wir jetzt mal eine Zeit lang dann belassen. 30,6. Wir haben jetzt... Ah, wir sind genau gleich wie die DKP. Die hat auch nochmals aufgerüstet. Ja, Wähler sind aber schon bei 4... Ja, die Wähler, die steigen ein. So, wir haben die nächste Dodge-Me fertig und werden jetzt wieder eine eigene machen. Weil der Einfluss ist relativ klein. Die Parameter des Parteiführers haben sich einig. Der Parameter des Parteiführers ist auf 50 gesunken.
Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so gut. Organisieren Sie Proteste für 20% weniger. Das könnte uns aber dann vielleicht wieder helfen. Nehmen wir gleich mal mit. Und wir werden auch nochmals Mitarbeiter einstellen. Wir brauchen diese unbedingt. Ja, vielleicht 2.500, nicht schlecht. 37,1. Wir sind jetzt zumindest auf dem dritten Platz hier. Aber nicht allzu viel dazu gewonnen. Jetzt müssen wir dann aber langsam aber sicherlich aufpassen. Sobald wir dann noch 20 Züge haben, also 19, werde ich die Proteste starten. Die kosten ja 2 Millionen. 1,7 werden die jetzt wieder einsetzen. Vielleicht nehmen wir mal ein bisschen weniger Flugblätter hier. Muss nicht immer so viel sein, natürlich. So, und jetzt gehen wir auf die Karte und werden hier eine Protestaktion starten. Und zwar gehen wir dieses Mal, oder wir könnten eigentlich auch noch im Norden oben sein. Gehen wir nochmals da rein. Das hat ja uns ein bisschen weniger gekostet. Hä? Wir nehmen nochmals ein paar Mitarbeiter. Eigentlich kommt es von der Menge her gar nicht so drauf an. Fast 40k, also wir kommen der SPD schon relativ nahe. Wir sind weiterhin am Hochkommen. Hä? Die DKP haben wir hinter uns. Die SPD, müsst ihr mal schauen. Die SPD haben wir auch bald eingeholt. So, weiterhin auf dem Vormarsch. Wir werden weiterhin noch 4.000 Leute einstellen. Sagt, die sind für den Anfang einfach sehr wichtig, dass wir die Leute auf uns ziehen können. So, wir haben das auch schon wieder erledigt und kommen jetzt ins nächste. Spricht Wähler an. 5% der Stammwähler aus allen Regionen sind ihre Unterstützer geworden. Das gibt natürlich Kohle. Was haben wir hier? Ah, oh, da ist nur ein Minus. Das wäre auch nicht schlecht. Da haben wir zwei Minus. Da haben wir drei Minus. Oh, Kosten für den Druck von Zeitungen und Flugblätter sind um 7% gestiegen. Anzahl der Züge, um die Dodgma zu akzeptieren. Das ist halt noch in den Kinderschuhen hier. Ist nicht alles fertig geschrieben, was relativ schade ist. Also wir finden hier nicht alles heraus. Ja. Müssen wir jetzt halt damit leben. Vielleicht gibt es ja da dann irgendwann mal noch ein Update. Aber ich denke, mit den Druckkosten könnten wir vielleicht noch leben. Müssten wir vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht nehmen wir aber eher etwas, was ne wenig negativ Einfluss hat. Erhöht die Leute gegenüber Partei führen. Neuer Parameter Parteitreue für ihre zufällige Nachwuchstrainer ist auf 400 gestiegen um 4 durch 100 Züge. Das würde ich nennen, wenn wir ausgebucht sind. Wenn wir alle haben, erhöht den Status der Parteiführer, ein Parameter eines zufälligen, der ist auf 20 gestiegen. Der Gehalt wird dafür ein bisschen beeinträchtigt. Was machen wir da? So, 1,6 ist wieder angesagt, aber ein bisschen mehr. Und jetzt kommen wir dann gleich zu den ersten Wahlen. Mitarbeiter können wir auch hier nochmals ein paar einstellen. Der Wert wird jetzt ja, so. Das ist immer so ein bisschen Handgelenk mal Pi, einfach da ein paar. 45.000 haben wir schon. Die SPD kommt immer näher an uns ran. Wir sehen auch schon, dass wir zum Beispiel Stimmen in Thüringen sind wir auf Platz 1. Haben wir am meisten Wähler? Also Thüringen zum Beispiel würde unsere Partei wählen.
haben wir also überzeugen können mit den Zeitschriften, mit den Negativmeldungen von anderen Parteien und so weiter. Und wir haben da auch Unterstützer. Ne? Haben wir auch schon. Das heißt, im Gesamten haben wir da eigentlich eine hohe Punktzahl. Das heißt, Thüringen würde uns wählen. Es wird natürlich spannend jetzt. Wir sind momentan auf Platz 2. Die NSDAP werden wir wahrscheinlich nicht mehr bis zum Schluss einholen. Denke ich jetzt mal. Wir werden nochmals ein paar Mitarbeiter einstellen. Vielleicht massiv Mitarbeiter einstellen. Könnte sein, dass die noch was gegen den Schluss reißen können. Die SPD werden wir nicht erreichen, aber es ist egal. Aber ihr seht, wir haben wieder, wir haben 6,2 Millionen. Oh, doch. Fast hätte es noch gereicht, mein lieber Scholle. Mitarbeiter, wir stellen nochmals ein paar ein. Und wir gehen, bis wir 400.000 in etwa haben. Eieieiei. Das war jetzt aber ganz knapp. Jetzt hätten wir die SPD. Die Wähler geht auch nach oben. Jetzt gucken wir noch schnell, ob unser Führer noch da ist. So, was wir jetzt nicht haben, was ich verpeilt habe, ist, dass wir jetzt eben Kohle haben, dass wir bei den Wahlen noch hätten ein bisschen etwas machen können. Fälschen ist jetzt vielleicht eher ein bisschen falsch. Schützen Sie die Stimmen der Partei vor Betrug. Das könnte man jetzt dafür machen. Fälschen wäre vielleicht falsch angedacht. Ich gehe trotzdem auf 60% Fälschung und weniger auf den Stimmrechtsschutz. Und wir schauen uns dann das Wahlergebnis im nächsten Zug jetzt. Ihr seht, Anführer der Wahl, nach den ersten 151 Bewegungen sind wir auf dem zweiten Platz. Wir haben hier folgendes, wir haben 20%, 24% Fälschungen kamen noch dazu, 20% Fälschungen bei uns und die SPD hatte 15% Fälschungen dazu. Und das heißt, im Endeffekt sind wir immer noch auf dem zweiten Platz mit 19% Parteiunterstützer. Jetzt geht es in die nächste Runde. Wir wissen ja vor Beginn weg, in Deutschland gibt es 3 Rundenanzahl, an je 150. Das heißt, dass wir jetzt die nächsten 150 in Angriff nehmen bei 300 und bei 450 ist dann das Spiel fertig. Und dann müssen wir entweder am meisten Parteiunterstützer haben oder halt dann einfach 100% haben vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Werden wir dann sehen. So, wir haben 414.000, das heißt für uns, wir können jetzt Aktivisten einstellen. Die Aktivisten, die kosten uns natürlich was. Und die sind teuer. Seht ihr, wie der Gehalt massiv runtergeht. Wir werden da auch nur mal ein paar einstellen. Hä? Aktivisten. Und ihr seht auch schon, die NSDAP hat gleich mal zugeschlagen mit 3,2 Stück. Wir werden auch alle einsetzen und haben auch 1,2 und haben natürlich auch schon mehr Einfluss darauf. Der Nachteil aber auch, dass die kosten uns, die bringen uns nicht viel rein. Das ist der Nachteil. Ist eben der Riesennachteil. Ihr seht, dass die Unterstützer eben dann auch zurückgehen. Was wir jetzt mal wieder brauchen, sind hier neue Leute. So, nachher schauen wir noch, ob die Führer noch da sind überhaupt. So, wir haben wieder mal unsere Dodge Me
Überfügung erhält den Status des Parteifelds. Einer der Parameter des Parteifelds hat sich auf 200 erhöht. Um 10 durch 20 Züge. Dafür sind die Protestaktionen gestiegen. Da werden wir sowieso momentan nichts machen. Also bleiben wir hier. Und werden gleich weiterfahren. Oh, pro Zug. Jetzt ging es wieder runter. Ich glaube, wir müssen nicht immer so viel hier machen. Weil das Geld geht sonst nicht drauf. Jetzt brauchen wir nochmals ein paar neue. Ja, wir haben Wähler, wir verlieren langsam Wähler, da müssen wir aufpassen. Ja, müssen wir aufpassen hier. Müssen wieder irgendwie auf 200.000 kommen. Wir sind nahe an der NSDAP dran, he? Seht ihr? So, wir werden jetzt nochmals ein paar Leute... Ah, wir haben gesagt, wir schauen nochmal schnell die Führer an. Die Führer sind auch alle da, das ist gut. Kosten aber eben 5 Millionen. Hier vielleicht auch nochmals ein paar einstellen, die uns eventuell supporten können. Ja. Zumindest die Wählerschaft ist nach oben gegangen, all das. So, was haben wir denn? Mit jedem Zug erhöht sich der Parameter Parteitreue. Das machen wir noch nicht. Die Kosten für den Druckfleiß sind um 20% gesunken. Okay, 5% der Stimmwähler aus einer Region sind ihre Unterstützer geworden. Das könnten wir jetzt sehr gut gebrauchen. Ich meine, die Wählerschaft, die geht nach oben. Jetzt müssen wir aber schauen, dass die Unterstützer eben auch wieder nach oben. Sonst kriegen wir ja keine Einnahmen. Das ist ja das Schwierige am Ganzen. So, und jetzt die Führerschaft ist immer noch völlig in Ordnung. Mitarbeiter könnten wir da noch ab 2000 ein bisschen erweitern. Jetzt schauen wir nachher noch die Aktivisten an. Bei den Aktivisten stehen wir immer noch einigermaßen gut da. Die NSDAP, die ist halt schon relativ weit vorangeschritten. Wir haben auch das Budget. Aber wie wir sehen, haben wir jetzt dann die Agitatoren, haben wir auch bei der NSDAP bald eingeholt. Ich will einfach hier nicht unter 100.000 fallen. Warum, weiß ich nicht. Ist das so ein Tick von mir, dass ich das irgendwie gerade nicht möchte? Wir kommen einfach auch vom Budget her nicht allzu weit nach oben. Jetzt haben wir 200.000 wieder. Das heißt, wir können uns da ein paar leisten. Agitatoren, ja, die sind halt eben auch. Jetzt hat er hier auch wieder massiv zugeschlagen. Geht runter, es geht nach oben. Und ihr seht auch, dass es hier gewechselt hat. Wir haben die NSDAP überholt. Die Wählerschaft, wie wir auch sehen, die sinkt gerade wieder. Ja. Ja, jetzt haben wir wieder 202. Jetzt holen wir da uns wieder Leute rein. So, und nachher werden wir dann wieder wechseln, dass wir neue Leute einsetzen bei den Journalisten. So, das war jetzt wichtig, dass wir das auch wieder ein bisschen nachgeholt haben. Oh. Okay. Jetzt lassen wir das nochmals laufen hier. Geben hier mächtig Kohle aus. So, lassen das erste Mal laufen. So, und jetzt gehen wir wieder mal hier rein und werden uns hier oben
ein bisschen versuchen zu verbessern. Wir können 80 Leute mal suchen für Zeitungen. Ihr seht, die sind massiv nach oben schon gekommen, kosten aber auch schon im Unterhalt einiges mehr. Nehmen hier mal den einen. Setzen den hier auch gleich mal ein. Wir entfernen den. Entfernen den. So, wir werden noch weitere Zeitungen machen und dann werden wir den Herrn vom Flugblatt auch noch anschauen. Zeitung. Haben wir noch einen? Oder einen günstigen, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir auch noch einen günstigen. So, dann Flugblätter. Haben wir hier einen günstigen. Das heißt, wir werden den hier einsetzen, den hier und den ersetzen durch den beziehungsweise den hier entfernen. Und nachher werden wir noch die hier wechseln. Jetzt lassen wir das Ganze aber mal noch schnell, weil wir müssen aufpassen, ja, dass wir nicht ins Minus fallen, dass wir uns da noch gewisse Sachen leisten können auch. So, jetzt geht es auch wieder nach oben. Warum? Weil wir bessere Qualität liefern. Ganz einfach. Jetzt nicht unbedingt. Sie ist wieder zusammengefallen hier. Und jetzt wird es dann auch langsam eher interessant. Ihr seht nämlich auch, dass die NSDAP nicht unbedingt locker lässt. Die haben jetzt wieder 22% gekriegt. Und auch die Deutsche Volkspartei von unserer Seite kommt nur schleppend nach oben. Wir werden jetzt also neu, werden wir hier Leute einstellen. Das heißt, wir werden das hier mal erst alles lernen und holen uns da neue Leute mal rein. Und zwar brauchen wir einen für Interview, der nicht allzu viel kostet. Dann haben wir zweimal für Leute zum Untersuchen. Das ist auch in einem anständigen Rahmen. Vielleicht ist. So. Die Aufgabe, einmal zu verleumden, einmal zu kompromittieren, die NSDAP weiterhin. Okay. Die Aufgabe von dir, ein Interview zu führen, ganz klar. Und bei dir Verleumdung. Verleumdung. Auch die NSDAP? Ne, wir bleiben noch bei dir. Ich denke, mehr brauchen wir nicht. Später können wir dann noch den einen hier austauschen und den hier. Das lassen wir jetzt mal noch offen. So, können wir denn als nächstes machen? 400% der Stammwähler aus aller Region sind zu ihren Anhänger geworden, um 400% durch seine Züge. Was heißt Anhänger? Das sind Wähler, he? Spricht Wähler an. Gut, schauen wir mal etwas anderes noch an. Die mittlere Partei sind um 15% gestiegen. Ja, könnte man vielleicht später nehmen, wenn wir wieder mehr Gewinne haben. Kosten für Druck und Verleih sind um 20% gesunken. Das wäre vielleicht noch eine Option. Hier haben wir unsere eigene Partei wieder, was vielleicht in der jetzigen Situation nicht schlecht wäre. 5% Unterstützer geworden, das wäre eine Option. Und die Mittel sind gestiegen. Wir nehmen den da mal. Wirklich viel nach oben ist es nicht gegangen. Doch, langsam kommt es nach oben. Vielleicht aber auch die Qualität halt, die jetzt steigt. So, wir schauen uns mal schnell noch die Führer an. Die sind alle noch da. Das ist ja super Sache hier. Und bei den Mitarbeitern könnten wir eigentlich auch noch in einen Gang zulegen, dass wir hier. Ja, das ist dringend nötig gewesen. Bei den Aktivisten sind wir eigentlich immer noch auf einem normalen Stand, denke ich, dass das so weiterhin passt. So, schauen wir mal, was das für einen Einfluss hat.
so lala, hä? Wirklich stark nach oben kommen wir nicht. Die deutsche Volkspartei meint dann bei einem Viertel aller Wähler. Unterstützer, wir könnten das auch noch nicht. So, nochmals Mitarbeiter einstellen. Vielleicht können wir auch da noch etwa drei. Oh, nicht so viel. Huiuiui. Okay, also zuerst mal die hier einstellen. Dann noch Aktivisten. Mal schauen. Ja, ja, genau, jetzt sinkt's. Es sinkt gerade wieder. Aber wir haben 27% haben wir jetzt schon erreicht. Wir sind 2% nach oben gekommen. All das. So, und langsam kommen wir auch wieder zur nächsten Wählerschaft. Lassen den gleich wieder laufen. Und wir werden jetzt hier... Wir könnten eigentlich noch die hier austauschen, hä? Zwei Stück. Wir noch da, müssen wir noch haben. Zeitung. Hat sich jetzt hier nicht massiv was verändert. Teuer sind sie halt schon, hä? Aber den. Ich schaue absolut nur auf die Kohle. So, jetzt sind alle etwa so 30, vor allem die 40 herum. 40, 50. Denke ich, ist nicht schlecht. Und hier können wir auch noch einen draufpacken hier. Ja. 70,7%. Ja, die NSDAP muss ich da jetzt langsam warm anziehen. Ne? Gut. Gut, die sollen uns nur spüren. Da müssen wir nicht immer viel Geld in die Finger nehmen. Oh, jetzt aber. So, wir gehen hier, die Mittel der Partei sind um 15% gestiegen. Das könnte man vielleicht noch nehmen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mitarbeiter können wir nochmals einstellen und massiv einen draufgeben. Weil ich würde gerne langsam aber sicher die NSDAP da mal ablösen, dass wir wirklich auch da führend sind. Die Wählerschaft ist relativ hoch. Mir sehr gefällt und ich möchte jetzt eigentlich dann gerne diese 5 Millionen hinkriegen. Wird aber schwierig. Es wird sehr schwierig. Wieder 1,3, was wir ausgeben, vielleicht nur mal mit wenig. Wir hätten es jetzt. So. Werden hier 2,3, nein, das will ich nicht ausgeben, 1,2. Da bin ich dafür, okay. Jetzt haben wir noch einen Zug, den brauchen wir für unseren Kollegen von der Wählerschaft. Da brauchen wir jetzt einen hohen, hier 92%. Nehmen wir ein, könnten wir wahrscheinlich gut gebrauchen. Eine neue Mitarbeiter einstellen. Wir haben zurzeit, wie viel haben wir denn zurzeit? 73,7, also noch 1,3. Wählen wir ein und sind jetzt bei 75. Haben sie noch nicht überholt, ist aber nicht so schlimm. Eigentlich müssten wir jetzt gewählt werden. Ich gehe da auf 75%. Und wir haben noch ein paar Stimmen. 11,7 Millionen, 34% Fälschungen. Sehr schön. Das heißt hier, man sieht, wir haben eigentlich nur 10,5 Millionen Wähler.
Aber durch die Fälschungen haben wir 11,7 Millionen Wähler, also sind wir bei 34% Wählerschaft dann gewesen. So, jetzt ist der zweite Durchgang ebenfalls vorbei und wir werden hier einen Cut machen und beim nächsten Mal werden wir hier weiterfahren. Wir sehen nämlich auch, dass wir 32% Stimmanteil bis jetzt haben, unsere Partei, und somit auf sehr gutem Wege sind, dass unsere Partei dann gewählt wird vor dem Ende des 449., also 450. Zuge dann. Somit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Hoffe, hat euch Spaß gemacht, konnte euch wieder einen Einblick bringen hierher. Ihr seht, es ist eigentlich immer dasselbe ein bisschen und das Spannende ist eigentlich nur, dass wir hier pro Zug schauen, dass wir nicht ins Minus geraten, dass wir das Budget halten können, dass die Mitarbeiter, die bleiben eigentlich meistens, wir mussten jetzt nie wirklich zurückgehen, die Unterstützer, dass die wachsen und die Wählerschaft wachsen. Unterstützer für Kohle und die Wähler, dass wir halt dann wirklich von Deutschland auch, dass unsere Partei gewählt wird. In diesem Sinne nochmals besten Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Pecky. Bye bye.